Monsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Ist jetzt hier noch stehen geblieben, mit Kopfnuss Bum Down, aber leider war das jetzt gerade keine Bum Down Action. Habe ich mal Ruckzuckieb und töte so mit Tauboga und erreiche somit nach Level 40 mit Fischer. Nibita kommt als nächstes. Gut, der wollte das, also kriegt er noch einen Flügelschlag ab und nochmal einen Flügelschlag und da ist er auch schon down. Der Vincent drauf. Der Vincent Raven. Korax! Aquawelle! Pam down! Nein, schade. Pam! Jetzt aber. Und Level 33. Oh, Body Slam. Ist das mit Rückstoß? Trifft den Gegner erfolgreich und bewirkt eventuell Paralyse. Oh, ist das schön! Jetzt haben wir eine neue Nutz-Attacke. Jetzt bin ich nicht mehr auf Kopfnuss angewiesen, sondern kann jetzt Body Slam machen. Ja, komm, Glückwunsch. Oh ja, natürlich, ein Volltreffer. Und? Bumm! Flap Bum Down. Jetzt machen wir wirklich hier Bum Down bei jedem. Und Bum Down. Relaxo ist toll. Beziehungsweise Schlafos. So, die Erholung lassen wir einfach mal da für Maronbeere, weil das würden wir noch brauchen. Obwohl ich nicht weiß, wo wir die Maronbeere nochmal herkriegen. Egal. Body Slam ist jetzt auch unsere stärkste Attacke mit Relaxo. Schlafos, Entschuldigung. So, wir laufen nach unten, nach unten, nach unten. Sprinter! Hey. Nein, ich habe nicht von einer Legende mit illustrierten Deppen gehört. Oh, das Vieh ist auf demselben Level wie wir. Ja, genau. Treff mich unendlich mal. Num num. Na, haha. Okay, ich mache hier mal die Erholung. Und dann flüchten wir. So. Das ist der einzige Grund, warum ich mir die Maronbeere geholt habe. Damn it! Okay, Body Slam. Bam! Schade. Aquawelle. Boom. Nein, ich möchte nicht besser mal tauschen. Body Slam. Bam! Da war's down. Ein Schleimer. Down. Weil es ein Volltreffer gelandet hatte, unser Viech. Und ein Rauchwolke. Boom. Level 34. Damit geht der Angriff nochmal um 3 hoch. Das freut mich auch äußerst ordentlich. Und Body Slam. Bam. Down. Nochmal ein Slammer. Bam. Down. Smogon. Und bam. Da. Schade. Aber ich kann nicht vergiftet werden. Oh, das ist so toll, Leute. Das freut mich. Das ist richtig geil. Und pam. Alter, warum überlebt denn das Viech? Down. So. Na man, Slimer jetzt hier. Body Slam, bam. Oh nein, ich bin... Zack. Gut, konnte ich meine letzte Kopfnuss jedenfalls mal verbrauchen. Body Slam, pam. Akkuwelle, pam, down. Und gleich Level 35. Boah, läuft das einfach hier mit dem Trainieren. Schlammbart, haha, ich kann nicht vergiftet werden. Affe, Afghane. Das ist selber getötet. Und 5-2. Boah, ist das geil. Geralt. Doch, Geralt. Nuklor, hier, Geralt. Blablabla. Und Shiggy und Glumanda. Shiggy und Glumanda. Nose! Nose! Wir machen Falugelschlag auf Glumanda. Das mag ich gerade nicht, weil Shiggy sowieso Schutzschild einsetzt. Zack. Und Glumanda. Und? Weil wir knapp. Ne, weil wir 11 Level drüber sind. So, Erholung. Oh, wir haben ja noch die Pokémon-Flöte, stimmt. Sehr schön. Mit der Pokémon-Flöte können wir nämlich unser Schlafos jetzt jedes Mal nach einem Kampf aufwecken. Ach, zum Glück gehst du auf mein Fischer. Das ist mir eigentlich relativ Wayne. Zack, 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 zack. Okay. Hier, die Pokémon-Flöte. Okay, alle schlafenden Pokémon sind aufgewacht. Juhu! Das heißt, Schlafos schläft nicht mehr. Das heißt, Schlafos ist jetzt wirklich schlaflos. Obwohl ich es Relaxo ja gönnen würde, dass es noch eine Weile schläft. So, ich renne jetzt hier erstmal. Oh, das hat jetzt relativ gut, unerwartet gut geklappt. Wir gehen auf jeden Fall gleich zurück in die Route. Oh, wir sind in Fuxania City.
hier war mein Plan, dass ich Blitzer trainiere. An die Molia, weil wir das weil wir brauchen das jetzt gleich auf der nächsten Route. Weil das eine Surfroute ist. Naja. Hey, hi! Hey, hey, hey! Biatch, guck mich an und kämpf mit mir! Bodyslam, Palm Down! Mirapla, Bodyslam, Palm Down! Tangela, oh ja, da muss ich sowieso Bodyslam, weil das hat eine höhere Verteidigung. Palm Down, sehr schön. Oh nein, er hat mich entdeckt, Mist! Oh, Tauboga, Palm Down! Porenta, Palm Down! Dodu, Kopfnuss, Palm Down! Und Level 36, 4, 3, okay, auch schön. Ein Taubsi, Kopfnuss, Palm Down. Lalala, Blitzer werde ich dann wieder, oder Animolia werde ich dann wieder offscreen trainieren. Body Slam, Palm Down. Dodu, Kopfnuss. Oh, Triplette, Palm Down. Und nochmal ein Dodu. Oh, nochmal Triplette und nochmal Kopfnuss und Palm Down. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, mir zu holen. Wir rennen auf jeden Fall erstmal zurück ins Pokémon Center. Flop, wir heilen uns da mal ganz fix. Irgendwie spiele ich jetzt bloß noch auf Hyperspeed. Lassen wir das mal. Wir wollen ja auch was von der Musik genießen. Ah, endlich hier mit Sachen eindecken. Kaufen. Ne, Supertrank möchte ich nicht. Aber es hat ja bloß Supertrank. Aber ich kaufe mir so ungefähr 10-mal Topschutz. Wow, weil wir extrem viel Geld haben. Und, halt, wartet. 99 mal, ja. Weil ich es drauf hab. 32 können wir uns das noch kaufen. Wir kaufen es uns jetzt nochmal 10 mal. Dann holen wir uns den Hyperheiler. 20 mal. Okay. So, hätten wir das geregelt. Oh ja. Zack. Oh, die nächste Arena wird eine Gift-Arena. Gift-Arena? Bedeutet, wir haben extrem viel Spaß da drinnen mit Relaxo, weil wir einfach alles wegnatzen können, ohne dass die Viecher uns auch nur irgendwie vergiften können. Die ich getauscht habe. Oh, getauschte Pokémon hasse ich ja. Body Slam, Palm Down. Mirapla, Kopfnuss, Palm Down. Nochmal Mirapla und Kopfnuss, Palm Down. Ah, oh, ist das nice. Oh, steht total drauf. Und Body Slam, Palm Down. Und dieser Knosp. Und Body Slam, Palm Down. Und Level 37. Oh, Initiative plus 0 dafür. Die anderen Werte relativ gut. Schlafrede? Nein. Ja. Schlafrede konntest du schon mal. Nur mal so zur Info. Bam, Body Slam, Palm Down. Kanuteluff. Oh, Body Slam, Palm Down. Weil es ein Volltreffer war. Vor allem, es lässt sich so schön einfach trainieren. Palm Down, Slimer, Kopfnuss, Palm Down und Smogmog sogar diesmal. Ja, es hat eine relativ gute Verteidigung. Haha, scheiße ist es, hä? Smog vergiftet mich nicht. Immunität, FTW, Immunität, FTW, Immunität, FTW. Smogon und Level 38. Sehr nice. Oh, Smogmog. Smogmog. Nochmal ein Schmock on. Und was kommt jetzt? Nochmal ein Slimer, okay. Okay, damit hätten wir jetzt den ersten Teil der Route weggeklatscht. Oh, den haben wir glaube ich noch nicht. Tatsache. Oh. Warum habe ich jetzt Body Slam eingesetzt? Jetzt muss ich sowieso nochmal einsetzen. Ah, wir haben es auch nicht mehr so oft. Pack. Okay, da geht es down. Hey, Ditto, hi. Boom. Let's Fetz. Achso, ja. Lal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 a. Ich möchte im Part jetzt noch die Route fertig machen, damit ich jetzt auf Screen trainieren kann. Ah, weil ich möchte euch das zeigen, bevor ich da hoppala reinrenne. In die ganzen Trainer, wenn ich da jetzt hier trainieren gehe. Alter. Nats. Oh, stimmt, ich jetzt ja Pokémon und so, wenn ich das krass renne. Ja. Nats. Nats. Dammit. Ich will keine behinderten Viecher sehen. Okay, und jetzt noch ein bisschen Hyperspeeden. Oh, sie hat mich gesehen, verdammt. Pikachu, Body Slam, Palm Down. Raichu, Body Slam, Palm Down. Und fast wieder Level Up.
Oh. Mühlen. Mühlensippe Sergio und Eva. Kikli und Nocchan. Stehe ich ja voll drauf. Kikli hat eine hohe Verteidigung. Nein, hat's nicht. Hat eine hohe Spezialverteidigung und Flügelschlag auf Nocchan. Zack, Palm Down. Und Level 39. Oh, sehr schön. Oh, Tonkit, Mann, bist du blöd. Ja, bla 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 bla. Oh, Pipi, Palm Down, würde ich da mal sagen. Boah, Relaxo, ey, das zieht alles ab. Okay, dann hole ich mir jetzt noch unser Animolia. Und trainiere das ein bisschen, obwohl ich eher Bock auf Relaxo hätte, das zu trainieren. Ups, bewegen, zack, und statt Mirabla rein, weil ich werde jetzt hier gerade keine VM-Sklavereien brauchen. Oder machen wir zuerst die Arena? Doch, ich glaube, ich mache zuerst die Arena, damit ich die weg habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oder jetzt im nächsten Part. Also, bis dann, Leute. Adio.